Mir gegenüber sitzt Frank Elbe, Botschafter außer Dienst, ein Diplomat durch und durch sozusagen. Sie waren an den 2+4-Verhandlungen beteiligt, haben Reden für Außenminister Hans-Dietrich Genscher geschrieben und sind somit, würde ich jetzt behaupten, ein Vertreter der alten Ostpolitik, wie sagt man so schön, Wandel durch Annäherung, Annäherung durch Wandel, ich glaube, man kann beides sagen. Sie kommen auch gerade von einer Gedenkveranstaltung für Hans-Dietrich Genscher, Versöhner, Gestalter, Visionär. Unter diesem Titel lief das. Vielleicht eine Frage vorab, wer ist denn heute Ihrer Meinung nach Versöhner, Gestalter, Visionär? Lassen Sie mich zunächst etwas sagen zu Wandel durch Annäherung. So darf es heißen, das war das große Wort von Egon Bahr. Aber es darf auf keinen Fall heißen Annäherung durch Wandel. Und warum nicht? Weil wir dann Vorleistungen verlangen, die eigentlich nicht abgefordert werden können, so ohne weiteres. Wir können nicht sagen, ihr müsst alle so werden wie wir, dann können wir uns annähern. Das ist nicht in Ordnung. Das wäre ein großes Missverständnis von der alten Ostpolitik. Also deswegen ganz genau nochmal Wandel durch Annäherung. Wandel durch Annäherung. Ganz genau. Nochmal vielleicht zu der Frage, die ich gestellt hatte. Wer sind die großen Versöhner? Genau, Versöhner, Gestalter, Visionäre heutzutage. Also wir sind ja in einer sehr schwierigen Situation. Und manchmal glaube ich, dass wir einen Paradigmenwechsel vollzogen haben und unseren eigenen Prinzipien untreu geworden sind. Es gilt nicht mehr das, was wir uns nach der Vereinigung und im Zusammenhang mit der Vereinigung vorgenommen haben, was wir auch bekräftigt haben durch die Charta von Paris, nämlich in einem gemeinsamen Haus Europa wohnen zu wollen und eine dauerhafte und gerechte Friedensordnung in Europa schaffen zu wollen. Ich glaube, das ist eben leider kein Thema mehr. Wir haben im Moment eine Situation, die durch die Krise in der Ukraine die Entwicklungen zu verzerren verdroht. Dabei gibt es gar keine andere Alternative, als zu dem zurückzukehren, was Sie eine alte Ostpolitik nennen. Das ist im Grunde genommen eine brandaktuelle Ostpolitik. Es gibt zurzeit in der Tat keine großen Visionäre. Es gibt auch zurzeit kaum einen richtigen Versöhner. Wenn man davon absieht, dass eigentlich über 80% der deutschen Bevölkerung ausweislich der Umfragen es gerne sehen würde, dass wir ein ordentliches Verhältnis mit Russland bekommen. Natürlich ist es so, wir erleben das ja auch in Europa, dass die Ostpolitik, die Entspannungspolitik ihre Tiefen und Höhen hatte. Und offensichtlich sind wir zurzeit auf einer Kurve, die gerade ein tiefes Tal durchläuft. Man könnte meinen, der Tiefpunkt sei schon überwunden. Der Tiefpunkt ist auch überwunden. Ich sehe eigentlich die vernünftigen Stimmen immer mehr. Es kommt mehr Ruhe rein, selbst in den Mainstream der Medien, obwohl da noch eine Menge an Nachholbedarf zu leisten ist. Ich würde mir wünschen, dass das bald geschieht, denn meine ganz große Sorge ist, dass wir müssen ja nicht um jeden Preis ein gutes Verhältnis zu Russland haben, aber wir müssen um jeden Preis bei der Ausgestaltung des Verhältnisses redlich bleiben. Und wenn wir unredlich werden, und wir tun das bei dieser leicht russophoben Einstellung zu stark, werden wir den Respekt und die Achtung des russischen Volkes verlieren. Und darin sehe ich ein großes Problem. Stellen Sie das fest, wenn Sie heute mit vielleicht vor 25 Jahren vergleichen, dass die Stimmung tendenziell russophob ist? Und von wem ist sie denn russophob, wenn Sie sagen, dass 80% der Deutschen eher ein gutes Verhältnis zu Russland möchten? Ich sprach vorhin den Mainstream der Medien an. Da würde ich das schon ausmachen, dass es da eine bemerkenswerte Russophobie gibt. Sie ist nicht krass, das muss man auch sagen, aber sie ist da. Sie ist unterschwellig da, sie erzeugt auch Ängste. Das ist unsinnig. Ich habe diese Phasen in meiner frühen Jugend ja miterlebt. Ich bin 1941 geboren und bin im Grunde genommen ein Produkt des Kalten Krieges. Und ich habe auch die Sorgen und Nöte der Menschen miterlebt, die sich aus der Furcht vor einem stalinistischen Expansionismus eingestellt hatten. Aber wir leben nicht mehr in einer solchen Zeit. Wir haben nach wie vor die Offerte, in einem gemeinsamen Haus Europa leben zu können. Und wir sollten uns im Grunde genommen allmählich mal auf die Socken machen und uns darin einrichten.
Sie sagen selber, das wichtigste sicherheitspolitische Thema unserer Zeit ist die Zukunft der amerikanisch-russischen Beziehung. Trump, man kann sagen über ihn, was man möchte, ist so ein Hoffnungsträger gewesen. Ist es vielleicht noch? Er ist jetzt seit 2 Monaten im Amt. Jetzt möchte ich mich auch nicht überstürzen. Es war eine holprige Zeit, auch für die Administration. Aber wie schätzen Sie das ein? Sehen Sie da eine klare, konsequente Linie oder haben Sie die ersten Zweifel? Also in seiner Vorstellungsrede, nachdem er die Wahlen gewonnen hatte, hat er ja in sehr klarer Weise gesagt, er wünsche sich gute Beziehungen zu allen Staaten, die sich das auch wünschen. Das war eigentlich das erste Signal in Richtung einer Veränderung der amerikanischen Politik gegenüber Russland. Und dann gab es so Hängepartien, in der er sprach von der Notwendigkeit, die nukleare Position der Amerikaner zu verbessern. Es gab eine ganze Reihe von merkwürdigen Ausfällen. Aber dann gab es die Rede im Kongress und die muss man mal genau lesen. Und die versteht man eigentlich nicht, wenn man nur die deutsche Presse und die deutsche Berichterstattung im Fernsehen dazu verfolgt. Er sagt also ganz klipp und klar, er ist gegen Krieg und Konflikt und er ist für Zusammenarbeit und Harmonie. Und er sagt, es nützt dem amerikanischen Volk am meisten, wenn es frei von Konflikten ist. Das ist übrigens die erste Rede, die er gehalten hat, wo er sich an den Text gehalten hat. Das ist eigentlich das Dokument, was jetzt im Raum steht. Danach ist ja nichts mehr gekommen zu Russland. Und jetzt muss man mal sehen, wie die Amerikaner die Vorbereitungen gestalten werden für das erste Treffen zwischen Putin und Trump. Und dann kann man mal weiter sehen. Aber wenn ich an der Rede zurzeit festmachen müsste, mein Urteil, wie sich die amerikanischen Beziehungen gestalten werden, russisch-amerikanische Beziehungen gestalten werden, dann bin ich gar nicht so pessimistisch mehr. Es gibt aber einen großen Vorbehalt und das ist auch eine große Sorge. Mir scheint es, dass die Amerikaner dieses Thema der Beziehungen zu Russland zu einem innenpolitischen Thema machen. Aufgrund der angeblichen Einmischung in den Wahlkampf? Aufgrund der Frustration, die der Wahlverlierer hat, gegenüber dem Wahlsieger. Und ich finde, man kann eine Beziehung, die von einer so gewaltigen Dimension ist, wie die Beziehungen zwischen USA und Russland es nun einmal sind, nicht zu einem Spielball innenpolitischer Interessen machen. Darin liegt eine große Gefahr. Unter Umständen kann man das Thema nach einer Weile nicht mehr beherrschen. Nun ist Trump der Präsident, er hat auch viele seiner Leute selber ausgewählt, aber es ist ja nicht immer so einfach. Man hat viele Interessen, auch Interessenkonflikte in den USA. Obama hat 2009 auch ein Reset der russisch-amerikanischen Beziehungen versprochen oder eine Verbesserung versprochen. Zu denen ist es nicht gekommen. Deswegen, wenn Trump etwas sagt und sich etwas wünscht, muss das ja nicht unbedingt heißen, dass das dann auch so durchgeführt wird. Ist dieser Zweifel berechtigt? Also es gibt sicherlich in Amerika Kreise, die keine guten Beziehungen zu Russland wünschen. Diese Apologeten haben auch Namen. Das sind die Neokonservativen, Robert Kagan, George Friedman, Robert Kagans Frau, Victoria Nuland, Wolfowitz. Das sind alles Vertreter einer Richtung, die sehr, sehr stark in den Vereinigten Staaten ist und die nun wirklich russophob ist. Da kann man keine anderen Worte für finden. Nuland wurde gekickt, soweit ich weiß. Bitte? Also sie wurde ja rausgeschmissen sozusagen. Ja, aber welche Rolle hätte sie gespielt, wenn Frau Clinton Präsidentin geworden wäre? Darüber muss man sich doch fragen. Sie ist doch nicht von den Demokraten entlassen worden. Sie ist, wenn Sie so wollen, vom Wähler entlassen worden. Aber das ändert nichts daran, dass die Neokonservativen eine sehr, sehr starke Macht sind im amerikanischen Establishment. Weiterhin? Weiterhin, überhaupt gar keine Frage. Und ich sorge mich auch darüber. Man merkt es ja auch an dem Auftreten von McCain bei der Sicherheitskonferenz gelegentlich. Der Präsident Obama hatte in der Tat die allerbesten Absichten, als er 2009 verkündete, dass er eine
den Wiederaufnahmeknopf in den Beziehungen zu Russland drücken wollte. Und er hat es ja auch gemacht. Er hat ja die Dislozierung der Antiraketenstellungen in Tschechien und Polen abgesagt. Aber er sah sich dann im Grunde genommen einer wachsenden Opposition gegenüber ausgesetzt, auch gerade jener Person, die ich beschrieben habe. Und die Politik ist dann beerdigt worden 2012 mit der Verabschiedung des Magnitsky-Gesetzes. Und da wurde es deutlich, dass sowohl unter den Republikanern wie auch unter Demokraten eine Jubelstimmung ausbrach, weil man angeblich die Aufnahme, die Wiederaufnahmepolitik mit Russland beerdigt habe. Also das heißt, auch da gibt es Wellenbewegungen und ich bin im Moment an einem Punkt, wo ich sagen will, schauen wir mal auf das, was Trump gesagt hat in der Kongressrede und warten wir mal ab. Die große Gefahr, die dem amerikanisch-russischen Verhältnis droht, ist in der Tat die innenpolitische Auseinandersetzung in den USA. Wie würde denn genau eine Annäherung zwischen Russland und den USA aussehen? Ganz praktisch vielleicht. Bedeutet das, dass sich Europa dann automatisch auch mit Russland versöhnen muss aufgrund des transatlantischen Bündnisses? Bedeutet das, dass dann die Soldaten an der Ostgrenze abgezogen werden? Was genau würde denn praktisch passieren, damit wir es auch merken? Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die exklusiv russisch-amerikanisch sind. Das sind zum Beispiel Vereinbarungen, vertrauensbildende Vereinbarungen im Bereich der nuklearen Waffen. Das wäre ein wichtiger erster Schritt. Es ist notwendig, dass die Gesprächsbereitschaft mit den Russen in der NATO wieder anfängt. Dann sind wir schon beim Bündnis. Im Grunde genommen findet ja keine gemeinsame Sicherheitspolitik, keine gemeinsame Diskussion über Sicherheitspolitik mit Russland in der NATO mehr statt. Das muss wieder belebt werden. Und der nächste Schritt sind dann auch vertrauensbildende Maßnahmen im Verhältnis zueinander. Sie haben mir die Frage gestellt, was geschehen müsste an der Ostflanke der NATO. Ich glaube, dass das, was wir zurzeit an der Ostflanke der NATO machen, nicht geeignet ist, die Situation zu befrieden und dass man im Rahmen einer vertrauensbildenden Operation zu einem allmählichen Abbau der militärischen Präsenz dort kommen müsste. Wir kommen damit auch zu einem Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt. Die NATO ist eigentlich ein politisches Bündnis. Aber weil wir eine relativ konfliktfreie Zeit in den letzten 30 Jahren gehabt haben, ist der politische Charakter der NATO mehr oder weniger verloren gegangen. Und ich glaube, dass die Dominanz der Militärs in der NATO zugenommen hat. Das ist eine Aufgabe, die Politik neu bewerten muss. Mir missfällt die Rolle, die das SACEUR gespielt hat, in der Frage der Dislozierung von amerikanischen Truppen und NATO-Truppen an der Ostflanke der NATO. Das war wenig politisch. Es ist auch wenig politisch konsultiert worden. Das ist im Grunde genommen eine große Aufgabe der politischen Führung. Die NATO ist ein politisches Bündnis und der Souverän dieses Bündnisses sind die Mitgliedstaaten. Ist das Primat der Politik verloren gegangen diesbezüglich? Ich glaube, das ist vernachlässigt worden. Daran liegt die Krux. Also wenn der Aber hat man das freiwillig denn so weggegeben? Die Macht von mir aus. Weggegeben hat man bewusst wahrscheinlich gar nichts. Es ist, es ist entglitten und darin sehe ich einen Fehler. Ich meine, wenn Herr Bredlov sagt, es gibt bestimmte Dinge, die wir inzwischen machen als Amerikaner und nicht mehr unter dem Hut des SACEUR, weil wir wissen, dass die Stimmung in der NATO das nicht zulässt. Und wenn das dann passiert, frage ich mich, sind wir eigentlich von allen guten Geistern verlassen, dass wir das zulassen, dass wir noch nicht mal unsere Stimme dagegen erheben?
Europa, was spielt das sowieso für eine Rolle? Man sagt immer Juniorpartner, das hat man schon öfters gehört, Vasallen sogar, wenn man ganz fies sein möchte. Welche Rolle könnte Europa spielen, vielleicht auch Deutschland als führendes Land in der EU, um vielleicht diese Fronten ein bisschen weniger oder ein bisschen also näher zu bringen? Also ganz wichtig ist, dass man erstmal die europäischen Interessen definiert und dass Deutschland auch seine nationalen Interessen definiert und über diese Interessen auch redet, sie kommuniziert, sowohl gegenüber den Amerikanern wie auch gegenüber unseren europäischen Freunden. Was genau bedeutet das? Da komme ich jetzt hin. Und auch gegenüber Russland. Eins ist klar, es gibt eine Grundgesetzlichkeit. Es wird keine Sicherheit in Europa gegen Russland geben können. Weder jetzt noch in der Zukunft. Und es gab es auch nicht in der Vergangenheit. Uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als den Weg der Zusammenarbeit zu gehen. Wer gegen dieses Grundgesetz verstößt, übersieht die nukleare Dimension der Auseinandersetzung zwischen Ost und West bei Strafe des Untergangs. Die nukleare Dimension, ich glaube, die übersieht man nicht, ich glaube, die nimmt man gar nicht wahr. Jetzt frage ich Sie, Sie sind Kind des Kalten Krieges, haben Sie selber gesagt. War die Gefahr damals akuter als jetzt? Also die Bedrohung war größer. Sie müssen sich vorstellen, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, in der theoretisch die Panzerverbände der sowjetischen Weststreitkräfte in 6 Stunden hätten am Rhein stehen können, wo eine Stadt wie Bonn sicherlich im Zielbereich der Kurzstreckenraketen lag und auch sicherlich im Bereich der Mittelstreckenraketen. Diese nukleare Bedrohung war damals sicherlich sehr viel höher. Und wir haben es durch eine erfolgreiche Politik, durch eine erfolgreiche Ostpolitik, in der wir Deutschen eine große Rolle gespielt haben, geschafft, dass wir dieses Risiko reduzieren konnten. Aber das Risiko ist natürlich nicht aus der Welt. Es ist eine Funktion der Qualität der guten Beziehungen, die wir miteinander unterhalten. Das heißt, wenn die Beziehungen sich verschlechtern, dann wächst im Grunde genommen auch wieder die Gefahr einer nuklearen Auseinandersetzung. Und das ist das, was Michael Stürmer von der Welt, einer der großen Mahner und einer der großen Nuklearexperten unserer Zeit, immer wieder bezeichnet hat. Wer das nicht beachtet, handelt bei Strafe des Untergangs. Kann Europa, die EU, vielleicht sollte man das spezifizieren, eine unabhängige Sicherheitspolitik von den USA in Bezug auf Russland haben? Die Frage ist sehr, sehr kompliziert zu beantworten, weil sie unterstellt, dass eine Sicherheitspolitik immer eine Politik ist des Gegenjemanden. Sicherheit besteht aus 2 Komponenten, aus einer militärischen und einer Komponente der Zusammenarbeit. Es muss heißen Sicherheit und Zusammenarbeit. Und sicherlich können wir als Europäer und auch als nationale Einheit, was die zweite Komponente angeht, sehr viel machen, um positiv zu einer Zusammenarbeit mit Russland zu kommen, in allen Bereichen. Das ist ja das, was die Welt verändert. Die Bedrohung verändert ja nicht die Welt, sondern die Bereitschaft zur Gestaltung. Ich habe früher schon immer gerne diese beiden Komponenten des Armel-Berichtes der NATO. Ausreichende militärische Sicherheit auf der einen Seite und eine Politik der Zusammenarbeit und Entspannung auf der anderen Seite verglichen mit Plastiken aus der griechischen Antike. Das eine ist das Standbein, die ausreichende militärische Sicherheit. Das andere ist das Spielbein. Das Spielbein ist aber das, was die Dynamik schafft, was Entwicklungen herbeibringt. Und das müssen wir stärker bewegen, das müssen wir stärker einsetzen. Und da gibt es eine nationale deutsche Rolle, da gibt es eine europäische Rolle und da gibt es auch eine amerikanische Rolle. Am besten wäre es aber, und das ist, wenn Sie so wollen, meine Traumvision, wir haben ein Gebiet der Zusammenarbeit, von Wladiwostok bis Lissabon,
hopefully bis Vancouver, in der diese Fragen sich von selbst auflösen, weil das Interesse an Zusammenarbeit lebenswichtig ist für die Entwicklung aller Staaten, die beteiligt sind. Könnte Trump diese Chance sein? Er will die Beziehungen neu ordnen. Stichwort neue Weltordnung. Gibt es jetzt eine neue Weltordnung mit Trump? Also für mich wäre es beunruhigend, wenn die Amerikaner zu Vorstellungen zurückkehren würden, der alten Geopolitik, über die 1997 noch Brzezinski geschwärmt hat, dass es die Aufgabe der Amerikaner ist, die Ränder des Europas zu besetzen und Russland zu beherrschen. Das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht zulässig ist. Die Aufgaben, die vor uns liegen, sind im Grunde genommen zukunftsweisend, als sie die Existenzgrundlagen verbessern für alle Beteiligten. Ich sehe es als unsere Aufgabe an, den Amerikanern zu vermitteln, die Einsicht zu haben, dass es auch für sie vorteilhaft ist, wenn sie teilhaben können an den synergetischen Effekten, die aus dieser großen Kooperationszone sich einstellen. Ich meine, die Amerikaner sind wirtschaftlich zurzeit nicht so gut aufgestellt, dass sie allein die Probleme, die auf sie zukommen, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme lösen können. Sie können sie aber im Verbund mit anderen lösen. Und ich würde mir wünschen, dass Trump diese Chance ergreift. Er ist sicherlich ein Mann, der bei allen Unwägbarkeiten immer noch ein erfolgreicher Geschäftsmann geblieben ist und der genau weiß, was ein guter und ein schlechter Deal ist. Und vielleicht ist dies auch eine neue Erfahrung, die man mit einem amerikanischen Staatsmann haben wird, dass er nicht ideologisch an das Thema herangeht, sondern praktisch und nüchtern und geschäftsmäßig. Das ist allerdings ziemlich schwierig, wenn man betrachtet, wie diese Annäherung, diese vermeintliche Annäherung, die jetzt angesprochen wurde von Trump, von den Medien begleitet wird, eher negativ begleitet. Das spielt eine ganz große Rolle auch in der Beeinflussung des amerikanischen Volkes. Das heißt, wir haben Trump, der eigentlich, wie Sie jetzt hier sitzen und sagen, er will eine Kooperation, und medial wird das alles sehr negativ begleitet. Welche Medien meinen Sie jetzt? Zum Beispiel die Medien in den USA, die Massenmedien, ja, die großen Medienhäuser. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin sagte. Leider wird dieses Thema USA, Russland unter dem Gesichtspunkt einer innenpolitischen Auseinandersetzung behandelt. Hier geht es im Grunde genommen auch um eine Abrechnung des Verlierers mit dem Sieger. Und das ist nach meinem Empfinden eine verantwortungslose Geschichte, die nicht nur von den Medien gemacht wird natürlich, sondern auch von denjenigen, die als Parlamentarier im Senat und im Repräsentantenhaus sitzen. Wie überwindet man sowas? Da müssen wir Europäer stärker darauf einwirken. Und ich möchte, obwohl ich Liberaler bin, mal ein wirklich sehr, sehr freundliches Wort über Frau Merkel sagen. Die hat sich auf der letzten Sicherheitskonferenz überhaupt nicht beirren lassen und dagegen gehalten, indem ich gesagt habe, ich werde mich immer dafür einsetzen, dass es ein gutes Verhältnis zu Russland geben wird, weil es für uns lebenswichtig ist, nicht? Wenn sie diese Linie fortsetzt, die sie aufgenommen hat in Brisbane, obwohl es da auch mal eine Delle gab zwischendurch, was die Sanktionen angeht, dann übernimmt sie eine sehr, sehr große und vielleicht auch segensreiche Verantwortung für den europäischen Kontinent und auch für unser Land. Welche Rolle spielt Großbritannien in Anbetracht des Brexits in dieser ganzen sicherheitspolitischen Debatte? Also der Brexit ist für mich eine große Niederlage für Europa und ich empfinde ihn als schmerzhaft, zumal ich selbst Verwandtschaft in England habe. Ich finde es als schmerzhaft, dass ein Volk sich über diese Frage so spaltet. Es ist eine ganz enge Abstimmung gewesen und 50% der Briten wollen das eben nicht. Aber es hat eben der Teil obsiegt, der nach meinem Empfinden
sicherheitspolitische Vorstellungen in Bezug auf Europa vertreten hat, die ich als nicht vereinbar mit der Entwicklung Europas halte. Die Briten waren seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich immer anfällig für eine besondere Rolle in Europa. Das fing an mit der berühmten Rede von Churchill in Zürich, wo er die Europäer ermutigt hat, doch so eine Art Europäische Union zu bilden. Aber natürlich unter Ausschluss der Engländer. Sie wollten dann den Rest der Welt regeln, zusammen mit den Amerikanern und den Russen. Dann gab es diesen berühmten Spruch von Lord Ismay, dem Generalsekretär der NATO, dass der Sinn der NATO darin bestehe, die Amerikaner in Europa zu halten, die Russen draußen zu halten und die Deutschen am Boden zu halten. Dann gab es jene schreckliche Episode im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des 2+4-Vertrages, als Frau Thatcher in der letzten Minute, Stunden vor der Unterzeichnung in Moskau, versucht hat, Bedingungen durchzusetzen, die im Grunde genommen die deutsche Einheit verhindert hätten. Damit will ich sagen, es verabschiedet sich zum Teil eben auch ein Flügel, ein britischer Flügel aus der europäischen Politik, der nie etwas Gemeinsames hatte. Also war es dann nicht nur konsequent, dass Sie ausgetreten sind? Bitte? War es dann nicht nur konsequent? Ja, aber wahrscheinlich sind Sie ausgetreten, weil Sie sich von einer neuen Konstellation im Zusammenhang mit den USA mehr versprochen haben. Zumindest liegt die Vermutung nahe. Sonst kann ich mir nicht erklären, warum eine Europa-Befürworterin vom einen Tag zum anderen zu einem Brexit-Befürworter wird, und zwar einen knallharten Brexit fordert. Vielleicht war der Deal besser. Ja, das wäre bei Spekulation. Dazu kann ich mich nicht einlassen. Ich will nicht verhehlen, dass ich manchmal solche Befürchtungen hege, aber das wissen wir beide nicht. Natürlich nicht. Sicherheit erfordert einen permanenten Dialog. Das haben Sie auch hier bereits erläutert. Wenn ich Sie jetzt frage, ist das heute gegeben? Ist das quasi redundant, weil wir sehen, dass der Dialog nicht gegeben ist, auch wenn einzelne Personen aus der Politik, sprechen über Horst Seehofer, Michael Müller, SPD-Bürgermeister hier in Berlin, nach Moskau reisen und auf jeden Fall den Dialog suchen mit den russischen Partnern. Sind das nicht schon die ersten Schritte? Was ist denn dann mehr? Was genau bedeutet das? Also ich würde manche Fragen auch offener ansprechen und direkter ansprechen. Auch das geschieht ja bereits, das ist auch in der deutschen Wirtschaft. Ich glaube, dass man zum Beispiel deutlicher sagen müsste, wie man zu den Sanktionen steht. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass man in der Auseinandersetzung über Minsk nicht Partei wird. Minsk ist ein Bündel von Verpflichtungen für beide Seiten. Es ist einmal die Verpflichtung da, das Waffenstillstandsabkommen einzuhalten, aber zum anderen gibt es ja auch Verpflichtungen für die ukrainische Seite in Bezug auf Selbstverwaltung, Autonomie und Wahlen. Ich bin nicht der Meinung, dass es redlich ist, automatisch inzwischen auf der Ebene der ständigen Vertreter der Europäischen Union die Sanktionen jedes halbe Jahr zu verlängern, mit dem Hinweis darauf, dass Russland seine Verpflichtungen aus dem Minsker Abkommen nicht erfüllt habe, aber dabei unterschlägt, dass die Minsker Seite, dass die Kiewer Seite nichts dazu beiträgt, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Und so etwas muss auch mal offen angesprochen werden, bevor man der deutschen Wirtschaft zumutet, diesen hohen Preis zu zahlen für die Einhaltung der Sanktionen. Die Sanktionen sind dennoch der Status quo. Wir dümpeln da vor uns hin. Es gibt keinen Dialog, nicht unbedingt, weil das nicht gewollt ist. Vielleicht ist es auch einfach nicht auf der Agenda, hat keine Priorität. Aber wäre es denn nicht an der Zeit, das noch anzusprechen? Oder ist das vielleicht auch ein viel zu großes Risiko jetzt vor den Bundestagswahlen? Also, ich würde das Gegenteil behaupten.
Man kann nicht daran vorbeigehen, an den Ängsten der Bevölkerung hinsichtlich der möglichen Folgen einer Verschlechterung der Beziehungen zu Russland. Die sind ja da. Die sind empirisch messbar. Ich würde mich ja an die Spitze der Bewegung stellen, als Parteiführer. Ob ich nun Liberaler wäre oder ob ich Sozialdemokrat wäre oder Christdemokrat. Ich habe Zeiten erlebt, in der die FDP groß geworden ist durch eine Politik, die bitter umkämpft war, in der Außenminister Genscher diffamiert wurde und in der seine Mitarbeiter, Herr Staatssekretär Kastrup und ich, gleich mit einbezogen wurden in die Diffamierung und aufs Hässlichste denunziert worden sind. Wir haben es damals geschafft, im Grunde genommen die Köpfe der Menschen zu erreichen und die Herzen. Und warum sollte das jetzt nicht gelingen? Deswegen verstehe ich die Regie des gegenwärtigen Wahlkampfs nicht, die Fragen völlig auszuklammern. Das ist übrigens auch ein Problem, was ich in ständiger Diskussion habe mit Freunden aus der FDP, denen ich vorhalte, ihr verpennt eigentlich eure Chancen. Jetzt wäre es vielleicht Zeit für einen Wechsel. Wir haben eine unglaubliche Überraschung in den USA erlebt. Das heißt, die Dinge bewegen sich ja auch. Wir haben ein Superwahljahr, es passiert viel. Warum ergreift man in Deutschland nicht die Chance? Und jetzt frage ich Sie vielleicht in Ihrer Funktion auch als Politiker, warum ergreift man denn jetzt nicht, oder als ehemaliger Politiker, Verzeihung, warum ergreift man denn nicht die Chance? Ich hatte das Glück, nie Politiker sein zu müssen. Ich bin immer Diplomat gewesen. Diese Gut. Rolle habe ich gerne wahrgenommen. Auch als FDP-Mann? Ja, das ist eine andere Geschichte. Okay. Der Genscher war in dieser Frage übrigens ein fabelhafter Chef, der seine Leute nur herangezogen hat, nach Einschätzung der persönlichen Qualifikationen. Da waren SPD-Leute, da waren CDU-Leute. Das hat manche zum Wahnsinn gebracht, aber sei es drum. Wir sind in einer anderen Zeit groß geworden. Es ist auch ganz interessant, wie heute die Generation der Alten, mit der wir während des Kalten Krieges manchmal richtig verfeindet waren, zusammenstehen. Horst Heltschik und ich, wir haben uns befehdet. Wir ziehen in dieser Frage jetzt an einem Strang. Herr Vogt? Carsten Vogt? Na, Carsten Vogt ist ein Sonderfall. Aber Gauweiler zum Beispiel. Von Gauweiler hätte ich als junger Liberaler nie etwas gehalten. Wir ziehen jetzt an einem Strang. Das heißt, im Grunde genommen ist es auch unsere Aufgabe, nochmal als Ältere zu vermitteln, welche Gefährdung wir auf uns nehmen, wenn wir uns nicht bewegen und welche Chancen wir verspielen, wenn wir es nicht tun. Sind Sie eigentlich enttäuscht, wie die Sache jetzt gelaufen ist, was jetzt passiert ist über die letzten Jahre, also, die Chance, die man vielleicht verspielt hat? Also ich will Ihnen Folgendes sagen. Der Fukuyama hat dieses Buch geschrieben über das Ende der Geschichte. Ich habe das immer für eine große Euphorie gehalten. Ich habe es mehr mit Bertolt Brecht gehalten. Wir haben die Höhen der Berge hinter uns, nun liegen die Mühen der Ebene vor uns. Ich wusste, dass das kein leichter Gang werden würde. Aber ich hatte schon gedacht, dass die Aufwärtsbewegung zum Einzug in ein europäisches Haus leichter sein würde als jetzt. Auf keinen Fall hätte ich gedacht, dass sich so etwa seit 2002, 2006 die Abwärtsbewegung so entwickeln würde, wie sie dann eingetreten. Das berechtigt mich im Grunde genommen, einen Paradigmenwechsel, insbesondere der Amerikaner, anzunehmen, den ich nicht gutheißen kann. Das heißt, die Amerikaner sind schuld? Wenn man das so lapidar auch sagen kann. Also, Präsident Putin hat eine Rede gehalten vor dem Bundestag, für die er eine große Ovation bekommen hat. Es war alles sehr vernünftig. 2007 hat er eine Rede gehalten auf der Sicherheitskonferenz, bei der er zusammengefaltet worden ist, bei der er die erste Reaktion von einem deutschen Journalisten kam, nämlich Joffe von der Zeit, der sagte: Herr Präsident, Sie führen die Sprache des Kalten Krieges.
Am nächsten Tag schrieben alle Zeitungen, Putin will einen neuen Kalten Krieg. Über das, was er gesagt hat, wurde gar nicht geredet. Dabei war vieles von dem, was er gesagt hat, wäre auf das Einverständnis der Deutschen gestoßen. Es war ganz interessant, als er über die Weltordnung sprach, wo er sagte, es kann nicht so sein, dass wir eine unipolare Weltordnung haben. Frau Merkel, die den Text ja nicht kannte, hat in der Rede vorher gesagt, es kann nicht so sein, dass die Herausforderungen in dieser Welt nur von einer Nation angenommen werden können. Und dennoch brach eine Hysterie aus, Putin will einen neuen Krieg. Also es bedarf nicht vieler Anstrengungen, sich vorstellen zu können, dass da eine Fehlentwicklung eingetreten worden ist, die höchst leichtfertig veranlasst wurde. Und seitdem ist es eigentlich stückchenweise weiter nach unten gegangen. Wir dürfen den Konflikt nicht versteinern und nicht dort ansetzen, wo die Krim annektiert worden ist. Wir müssen auch die Vorgeschichte sehen und wir müssen etwas anderes sehen. Wenn bei Ihnen im Haus ein Wasserrohrbruch ist, rufen Sie nicht den Rechtsgutachter, sondern Sie rufen einen Klempner. Und die Klempnerarbeit, eine politische Lösung herbeizuführen, ist eine klassische Aufgabe von Diplomaten. Die kennen sich in den Fäkalien der internationalen Kanalsysteme bestens aus. Und die müssten stärker bewegt werden. Und ich bin heute eigentlich von der Veranstaltung im Auswärtigen Amt zurückgekommen mit einem sehr, sehr guten Gefühl. Da merkte man doch in der Würdigung für Hans-Dietrich Genscher bei Außenminister Gabriel, wie auch bei dem ehemaligen Staatssekretär Kastrup, wie auch bei dem früheren Bundesminister fürs Auswärtige Kinkel, da merkte man doch eine Wertschätzung für jene Politik der Besonnenheit, die uns diese ganzen Erfolge vor 25, 30 Jahren eingebracht hat. Positive Aussichten. Vielen, vielen Dank, Herr Elbe.